Oder nicht mal das, denn beim Blick auf die Tabelle sieht man, dass beide ganz reale Regionalliga-Ängste haben. Ralf Fürther vom Duell der Altmeister. Spezialauftrag Klassenerhalt. Günther Sebert hat ihn in Nürnberg übernommen. Doch seit Mittwoch weiß er, dass es für ihn ein Job ohne Perspektive ist. Denn ab Juli brüllt Tiger Hermann Gerland wieder im Frankenstadion. Bis dahin gibt's noch viel Arbeit für den Trainerhandwerker aus Mannheim. Der Club in den roten Trikots, zu Beginn hellwach, weil Hannover in der Abwehr pennte. Steffen Menze und Stefan Emmerling hielten Winterschlaf im Frühling. Schiedsrichter Frank Lettke weckte beide mit seinem Foul-Elfmeterpfiff. Marc Oechler gegen Jörg Sievers, das Fußballdenkmal der Stadt Hannover. Erinnerungen an das Jahr 92 wurden wach, der Pokalheld von damals hat nichts verlernt. 96 ohne Andrzej Kobylanski. Der vierfache Torschütze des letzten Wochenendes musste wegen einer Bronchitis-Erkrankung passen. Stefan Studer hätte ihn hier nach 27 Minuten Spielzeit fast gut vertreten. Zwei gute Szenen in 45 Minuten, mehr gab es nicht zu sehen für die 15.500 Zuschauer. 350 kamen mit drei Bussen aus Hannover. Der Präsident hatte eingeladen, Fahrt und Ticket für nur 15 Mark. Alle erhofften sich nun von der Partie in der zweiten Halbzeit mehr Unterhaltungswert. Der Club leistete seinen Beitrag mit diesem Angriff. Marc Oechlers Vorlage gefühlvoll, Rainer Zietsch mit Pech im Abschluss. Es war die erste und letzte Torchance der Gastgeber in Halbzeit 2. Es schien so, als hätten die Nürnberger und ihrem neuen Trainer Günther Sebert das Angreifen verlernt. Und auch die Abwehr hielt nicht immer den Sicherheitsvorkehrungen stand. Thorsten Gütschow scheiterte an Perry Bräutigam in einem Spiel, das nur ein Ergebnis verdient hatte. Die Wochenendtouristen aus Niedersachsen feierten dennoch. Herzlichen Glückwunsch an Hannover 96 für solche Fans.